Hallo und herzlich willkommen zurück bei Portal 2. Ja, es ist schon ein bisschen länger her, dass ich aufgenommen habe. Ha, ich wusste, wir sind hier richtig. Hallo. Das ist der Nervengiftgenerator. Er ist größer als ich dachte. Den können wir nicht einfach so umkippen. Jetzt ist Einfallsreichtum gefragt. Da oben ist so eine Art Kontrollraum. Da schauen wir am besten mal nach. Was sollst du machen? Nervengas. Pfui. Das ist unser. Ah, ja. Ich sollte nicht lachen, immerhin spüren Sie Schmerzen. Irgendwie. Ist zwar alles nur simuliert, aber für Sie bestimmt real genug. Oje, die armen Turrets. Ich fürchte, die Tür ist verschlossen. Mit Händen komme ich hier ab. Nein, nicht! Wer weiß, was die Tasse tut. Das ist so genial. Neuigkeiten. Ich kann hiermit das Nervengiftsystem außer Kraft setzen. Es ist allerdings passwortgeschützt. Ah, der Alarm. Locker bleiben. Kein Problem. Ruh dich doch aus, während ich daran arbeite. Ja, das war auch irgend so eine Ding. Okay, legen wir los. Das Schwierigste beim Hacken ist immer die Wie-soll-ich-anfangen-Phase. Sehr heikel. Also fangen wir an. Lass die Spiele beginnen. Na schön. Was haben wir denn da? Einen Computer. Klar, das war ja zu erwarten. Pack das mal ab. Laber nicht. Computer identifiziert. Hier ist so ein komischer Kasten. Da steckt wahrscheinlich was Elektronisches drin. Nein, wirklich. Und ein Monitor. Ja, der könnte von Bedeutung sein. Den behalte ich mal im Auge, falls da irgendwas Wichtiges ja, angezeigt Passwort. Wird. Wie zum Beispiel Passwort. Hm. Und da ist noch was Flaches. Was aber zur Kenntnis genommen. Im Falle einer Implosion. In direkt in die Implosion schauen. Also die wohl gut ist. Weißt du was? Die verhindert, dass alles ins Leere stürzt. Ja, die Bodenplatte hält das Ding zusammen. So, dann machen wir es halt so. Und, die brauche ich vielleicht. Dummerweise sehe ich keine. Riechst du Nervengift? Nee. Warte, die Nervengiftwerte gehen zurück. Was es auch ist, mach weiter damit. Ja. Warte, irgendwas stimmt nicht. Nervengift ist wieder rauf auf 50%. Nein, runter. Entschuldige, mein Fehler. Runter auf 50%. Und bist dein Held. Weiter so. Und? Ich wusste ja, dass da irgendwas ist. Bei 0%. Ja! Warte. Hey. Warnung. Der Nervengiftdruck bewegt sich in einem gefährlich untödlichen Bereich. Ja, bei einer Implosion sollen wir direkt in die Implosion schauen. Okay, es kracht nicht zusammen. Das Rohr ist kaputt! Wir können direkt zu ihr durch! Ich kann nicht mehr, komm schon! Los, wir ja, dann mach halt die Tür auf. Ja. Und weg sind wir. Ja, diese lästigen Ladescreens immer. Müssten wir direkt zu ihr gelangen, dass ich das noch erlebe. Wie ein Würfel. Ich wusste, das macht Spaß. Die haben mir gesagt, das wäre total langweilig. Und ich habe das auch. Ja, Achterbahn fahren. Das ist spitze. Das ist riesig hier. Wir sehen nur die oberste Ebene. Das geht noch meilenweit runter. Vor Jahren alles verriegelt. Wir müssten bald da sein. Oh, ich bin so gespannt auf Ihren Gesichtsausdruck. Kein Nervengift, keine Türme. Das wird sie. Auf jeden Fall. Warte. Womöglich habe ich den nächsten Teil nicht bis zum Ende durchdacht. Das ist die falsche Richtung. Tschüss. Geh zu ihr, ich komm nach. Und wieder ein Ladescreen. Juhu. So. Für eine Achterbahnfahrt. Ich glaube, wir müssen hier irgendwo runter. Gibt's das? Scheint so. GLaDOS, Emergency Shutdown and Cake Dispensary. K
Kekse. Oh. Ich dachte wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Tatsächlich wartet nach diesem Kinderspiel eine noch viel größere Herausforderung auf dich. Hätte ich gewusst, wie leicht man dich ködern kann, hätte ich ein Stück Speck an einem Seil von der Decke hängen lassen. Hilfe! Ein Klo. Sehr gut. Das war wirklich reizend. Aber jetzt kommen wir zur Sache. Diesmal hast du hoffentlich mehr zu bieten als eine Portalkanone. Andernfalls bist du die längste Zeit der Präsident des Clubs der Lebendigen gewesen. Haha. Ha. Das wird was. Aber im Ernst, mach's gut. Oh, wie süß. Sentry Turret. Das ist nicht gut. Nicht schon wieder. Auf in den Kampf. Oh, du warst beschäftigt. Tja, wir könnten natürlich hier rumsitzen und einander anstarren, bis jemand tot umfällt. Aber ich habe eine bessere Idee. Dein alter Bekannter, tödliches Nervengift. Oh ja. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt für eine Weile die Luft anhalten. Hallo, Whitley. Hallo? Whitley. Ich hasse dich so sehr. Warnung, zentraler Kern zu 80% beschädigt. Seltsam, ich fühle mich gar nicht defekt. Ich fühle mich sogar ziemlich gut. Ja, ja. Alternative Kern entdeckt. Oh, die sprechen über mich. Schließen Sie den Ersatzkern an, um den Kerntransfer einzuleiten. Kerntransfer. Ersatzkern akzeptiert. Ersatzkern. Bereit für den Transfervorgang? Jawoll! Beschädigter Kern. Bereit für den Transfervorgang? Nein! Oh ja! Nein. PAD entdeckt. Transfervorgang kann nicht fortgesetzt werden. Ja. Außer ein PAD-Mitarbeiter ist vor Ort, um die PAD-Auflösungstaste zu drücken. Lass mich drin! Drück einfach drauf! Tu es nicht! Ja, los, mach es! Drück nicht den Knopf, du weißt nicht was. Nicht so schnell. Denk darüber nach. Nur autorisierte Personen dürfen diesen Knopf drücken. So. Du bist nicht berechtigt dazu. Hör nicht auf sie. Ja, stimmt, du hast keine Berechtigung dazu. Aber du hast etwas viel Wichtigeres. Nur nicht einen Finger. Und damit drückst du den Knopf. Und dann wird dich töten. Täuscht Autorisierung vor. Das kommt auf die Liste deiner Zuwiderhandlungen, die ich erstellt habe. Besser gesagt, die ich noch erstelle. Denn du hörst einfach nicht auf damit, obwohl ich es dir befehle. Kommen wir jetzt rein. Also, ja, das stimmt zum Teil. Aber falsch ist, während ich dich abgelenkt habe, haben wir den Knopf gedrückt. Nutze den Moment der Verwirrung und drück auf den Knopf. Hat gelöst. Und tschüss, Glitter. Transferstation. Warte, und wenn das wehtut? Wenn das richtig wehtut? Oh, daran habe ich nicht gedacht. Oh, glaube mir, das wird es. Sagst du das jetzt nur so oder tut das wirklich weh? Das sagst du nur so, oder? Du willst nur, ich meine, das tut wirklich weh, oder? Wie schmerzhaft genau wird? Hände weg von mir. Nein, stopp, nein! Nein, nein! Oh. Total. Oh, ja, der Fahrstuhl. Den rufe ich jetzt. Danke. Okay. Wie klein du doch aussiehst da unten. Ich kann dich kaum erkennen. Ich habe immer gedacht, wie cool es wäre, wenn ich das alles kontrollieren könnte. Und Mann, ist das cool. Gefällt dir. Hast du das gesehen? Ich bin ein verdammtes Genie. You are using this translation software incorrectly. Please consult the user manual. Was habe ich da gerade gesagt? Egal, ich kann es abrufen. Oh, tut mir leid, der Fahrstuhl. Ich bin so vergesslich. Dieser Körper ist einfach nur eine Wucht. Unfassbar, wie klein du bist. Aber ich bin riesig. Naja, jetzt wieder größten Wahnsinnig. Sag mal, warum müssen wir ausgerechnet jetzt von hier abhauen? Weißt du eigentlich, wie gut sich das... Das glaube ich dir gerne. Ich war das. Der winzig kleine Weekly hat das gemacht. War alles ihre Schuld. Du hast nichts getan. Hat sie recht. Ach echt, das glaubt ihr zwei also? Dann muss ich wohl was unternehmen. Was tust du da? Nein, nein,
Nein! Freu dich mal nicht zu.